Hallo Leute, hier ist der Dan von den Vorspielern und weiter geht's bei StarCraft 2 Wings of Liberty auf der Brücke der Hyperion. 19.32 Uhr ist die Bordzeit. Mal gucken, was uns da jetzt erwartet. Gute Arbeit, Sir. Die Bezahlung für Redstone hat uns wieder auf die Beine gebracht. Warum ist dieser Tasche an Bord? Er wollte sich mit Ihnen persönlich unterhalten. Es ging um das Durchführen weiterer gemeinsamer Unternehmungen. Hast du schon was über ihn rausgefunden? Selbstverständlich. Und er ist kein Pirat. Gerüchten zufolge soll er ein abtrünniger Ghost sein. Bis zu seinem Verschwinden einer der besten Auftragskiller der Liga. Jetzt hast Mengsk ihn fast genauso inbrünstig wie Sie. Der Kerl gefällt mir jetzt schon. Trotzdem sollten wir ihn überall. Jawohl. Jawohl, das machen wir doch. Aber ich muss jetzt erst noch mal gucken, ob ich den Ton gleich noch ein bisschen umstelle. Wegen dem Sound. Also die Musik ist ja sehr laut. Von meinem Empfinden. Oh, die Musik mal auf 4. Bewegung, Sprach. Oh, Sprach ein bisschen lauter und insgesamt vielleicht noch ein bisschen. Ja. Na gut, dann gucken wir erstmal die Nachrichten. UNN Network. Oder what? Donny Vermillion für UNN, ihre beste und einzige Anlaufstelle für die ungeschminkte Wahrheit. Heute enthüllt unsere Reporterin Kate Lockwell einen geheimen Krieg der Schatten, der zwischen unseren tapferen Liga-Ghosts und einem erbarmungslosen, verborgenen Feind tobt. Danke, Donny. Mein Gesprächspartner ist Joe, ein des Liga-Ghosts. Stimmt es, dass Sie und Ihre gegen eine von gekämpft haben, die in der operierten? Was können Sie uns dazu sagen? Nun, Kate, ich bin nicht befugt, allzu viel dazu zu sagen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass und seine auf keinen Fall. Wir gehen davon aus, dass und Sie werden. Geiles Interview. Ich bin mir sicher, wir werden heute Nacht alle ein wenig beruhigter einschlafen. Nun, da wir wissen, dass die Liga über uns wacht. Ich bin Donny Vermillion für UNN. Na gut, stellen wir mal was zu trinken einschütten, dass die Stimme dann nicht versagt. Aber das war ein super Interview, also jetzt wissen wir, dass zum Glück nichts zensiert wird auf der Erde. Schon mal von einem Typen namens Gabriel Tosh gehört? Nur Gerüchte. Ich habe gehört, er war in so einem Geheimprojekt des Ghost-Programms, bei dem am Ende ein paar echt finstere Typen rausgekommen sind. Dann ist Tosh ausgetickt und untergetaucht. Bei solchen Leuten wäre ich ganz vorsichtig. Der schneidet dir schneller die Kehle durch, als du gucken kannst. Mit ausgetickten Ghosts kenne ich mich aus. Probleme habe ich nur mit solchen, die noch für Mengsk arbeiten. Okay. So, was gibt's denn Neues beim Söldnermann? Beim Hedl, oder? Heißt Hedl? Wenn der Preis stirbt. Was haben wir denn hier? Devil. Warpigs, Devil Dogs und die Hammer. Securities. Naja. Nicht so meins. Arcade habe ich auch keinen Bock. Gucken im Arsenal, ob man uns da noch ein bisschen verbessern kann. 160 Credits sind jetzt, 160.000 Credits sind jetzt nicht so prall, aber wer weiß. Der Raketenturm, was kann der denn machen? Der Raketenturm feuert mit dem Angriff eine weitere Sache. Erhöht Trefferpunkte vom Raketenturm. Was kostet denn der Spaß? Komm. Wir machen es einfach mal. So, jetzt der Marodeur. Was haben wir hier? Oh, das könnte ich auch noch kaufen. Die Marodeure verlangsamen dann nochmal die Gegner. Das ist super. Das sind diese Shock Shells oder so. Das kennt man ja aus dem Multiplayer. So, und die Hansen hat neue Erfordernisse. Ja. Hat neue Ergebnisse. Aus reiner Neugier habe ich mal ein paar Tests an den Mineralien von Redstone durchgeführt. Ich denke, dass du erfahren solltest, dass ich Spuren von Jurium gefunden habe. Einem seltenen Kristall mit wirklich einzigartigen Eigenschaften. Ich bin ganz Ohr, Doc. Was sind das für Eigenschaften? Jurium schwingt auf derselben Frequenz wie gewisse Hirnwellen. Es wurde die Theorie aufgestellt, dass man damit die Gehirnaktivität stimulieren kann. Angeblich ist es damit sogar möglich, menschlichen Versuchspersonen Psi-Fähigkeiten zu verleihen. Oha. Was zur Hölle hat Tosh nur damit vor? Ja, das weiß ich auch nicht. So, jetzt gucken wir mal, kann ich hier noch was upgraden? Wahrscheinlich nicht. Was haben wir denn hier noch? Forschungslevel 3, Forschungslevel 9.
Nee, jetzt geht nichts. Hier muss ich nochmal erreichen und hier. Alles gut. Entschuldigung. Aber egal. Jetzt geht's weiter auf die Brücke. Jetzt kann ich nochmal mit dem Tosch reden, dann machen wir das auch. Da bist du ja, Mann. Wir geben ein gutes Team ab, du und ich. Das ist Dingo. Was machst du hier, Tosch? Unser Deal ist gelaufen. Es sei denn, du hast was Neues für mich. Ja, ich habe da noch einen anderen Job für uns. Auf einem Planeten namens Belshir. Interessiert? Vielleicht. Was springt denn für mich dabei raus? Ich habe nicht vor, den Piraten zu spielen. Jeder weiß doch, dass Jim Raynor alles tut, um Mengsk die Hölle heiß zu machen. Und dabei kann ich dir helfen. Sehr gut sogar. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen. Bis dahin, willkommen auf der Hyperion. Wir reden dann später. Ja gut, wir reden später. Aber erstmal gucken, was wir für eine Mission machen. Aber ich denke mal, die vom Tosch werde ich jetzt nicht sofort angehen. Gucken wir erstmal hier. Belshir, das ist das, was Tosch möchte. Auf Belshir gibt es ein seltenes Gas, das die Protoss Hauch der Schöpfung nennen. Sie betrachten es als Geschenk ihrer Götter. Nein, das möchte ich nicht. Wir nennen es Terra 10. So, Zergforschung und drei Zergforschung. Wir haben Berichte über eine neue Bergungsoperation der Liga auf Tarsonis erhalten. Sie haben eine große Anzahl an Versorgungszügen in Betrieb genommen und nur minimale Sicherheitsvorkehrungen für sie getroffen. Wenn ja, die Züge anfangen und die Ladung an uns bringen, bevor sie vom Planeten geschafft wird, könnten wir einen ordentlichen Profit daraus schlagen. Jo, das machen wir auch. Die Cobra ist scheiße, das weiß ich schon. 110.000 Belohnungen und drei Forschungen von den Zerg. Hätte nie gedacht, dass wir diesen Friedhof je wiedersehen würden. Wie ist die Lage, Matt? Die Liga hat das alte Schienennetz wieder aktiviert. Sie benutzen die Züge, um geborgenes Gut zur zentralen Aufbereitungsstation zu bringen. Laut unseren Informanten hat die Liga etwas ungewöhnlich Wertvolles gefunden. Und heute wollen sie es zur Aufbereitungsstation transportieren. Es ist in einem dieser Züge, aber unglücklicherweise sind sie alle gegen Scans abgeschirmt, also wissen wir nicht in welchen. Wir müssen so viel wie möglich abfangen und auf unser Glück hoffen. Auf unser Glück hoffen? Das klingt aber nicht gerade nach einem Matt Horner-Plan. Falls es einen besseren Vorschlag gibt, Sir, ich bin ganz Ohr. Aha! Ist schon in Ordnung, Matt. Du hast mich überzeugt. Also, krallen wir uns ein paar Züge. Der alte Tigers wird ausflippen. Na gut. Und schauen wir mal. Ich werde mal gerade Stuhl wechseln. Und den knarzt. So. Vielleicht ist das ja bei dem anderen besser. So. Eieiei, das ist mein alter Stuhl. Ich weiß gar nicht, wie man da drauf sitzt. Ja, der knarzt wenigstens nicht so. Ja, ich habe ja längere Zeit eine Pause gemacht jetzt. Also, wenn das rauskommt, jetzt nicht zu sehen ist, weil ich die anbringe, wenn das Spiel fertig ist. Aber längere Pause gemacht, StarCraft bisschen so ein Hintertreffen geraten und jetzt irgendwie in letzter Zeit wieder on fire. Wir spielen wieder Multiplayer und so, alles gut. Und deswegen geht es jetzt weiter hier mit dem Let's Play und erstmal zum großen Zugraub. Was wichtiert? Was wichtiert? So. Erstmal hier die Hotkeys setzen. Kommandozentrale, Kaserne. So. Ich kenne das Level auch noch, also ich muss jetzt, wie gesagt, die Bahn strecken. Es sieht so aus, als gäbe es in den Hügeln ein paar konföderierte Fahrzeuge, die von der Liga noch nicht wiederverwertet wurden. Cobras! Mann, ich habe gar nicht gewusst, dass die über das Prototypenstadium hinausgekommen sind. Ihre Bewaffnung sollte hervorragend dafür geeignet sein, die Züge aufzuhalten. Ich lade ihre Baupläne in unser Fabriknetzwerk. Dort in der Gegend gibt es vielleicht auch andere Fahrzeuge, die wir beschlagnahmen können. Wir sollten unsere Augen offen halten. Dann machen wir das doch. Obwohl diese Cobras, die sind echt albern. Also man kann halt während der Fahrt auch schießen. Man muss dafür nicht stehen bleiben. Die sind relativ wendig und so. Das ist so der Gedanke hinter diesen Cobras. Aber ja. Außer in der Mission habe ich die nirgends irgendwo benutzt. Das sollte dann auch klar sein. Aber wenn es mal schon gratis Einheiten gibt, dann immer her damit. Kaum noch erwachen. Ja. Oh, schön. Ja, ich muss ja auch die Zerg-Artefakte finden. Und, sollen wir dann gleich umgehen?
dass wir schon unterwegs sind. Ich warte. Oh, na gut. Medics haben sie auch dabei. Wunderbar. So, das könnte ich eigentlich gerade mal machen hier. Bei der Kaserne nochmal hier so ein Tech Lab anbauen. Ach ne, wartet mal. Scheiße, ich glaube, ich brauche gar kein Tech Lab für die. Ich glaube, da habe ich doch das letzte Mal ein Upgrade gemacht. Naja, okay. Passiert. So. Gucken wir mal. So, das Vespingas ein bisschen abbauen. Erweiterung. Ein Zug nähert sich durch den Tunnel im Nordwesten. Okay, Zug kommt. Ich werde nochmal was aufgebaut. So. Aber ich brauche auf jeden Fall hier das für die Marodeure. Benötige weitere Depots. Die ich dann doch irgendwie besser finde als die sicherlichen anderen. Was nicht passt, wird passend gemacht. So, und nicht genügend Mineralien. Eieieiei. Nicht genügend Mineralien. So. Gut, erster Zug, 3000 Hitpoints. Dann wollen wir mal gucken, ob wir den in den Griff kriegen. Schönes Stimpack dabei. Na komm, na komm. Oh Mann. Ah, hier ist das Artefakt. Wunderbar. 1:1 Forschung, Zergforschung haben wir wieder geholt. Na komm, na komm. Jawohl, da ist das Ding. Und immer gleich schön auf Belohnung einsacken. Ausgezeichnete Arbeit, Sir. Wir können die Schrottladung des Zugs dazu nutzen, weitere Einheiten zu bauen. Ja. Augenscheinlich gibt es hier nicht viele natürliche Mineralienvorkommen. Also sollten wir das Beste aus dem machen, was wir aus den Zügen bergen können. Hier kann ich nicht bauen. So. Was liegt an? Ist auch wieder hin. Schön Upgrades. Upgrade Session. Das ist dann die 4. Was liegt an? So, okay. Was haben wir jetzt hier? Ach, hier ist nochmal ein Panzer, gut. Hier drüben ist noch ein normales Geld quasi. So. Hier unten. Ach, hier ist das nächste Forschungsteil. Schlechte Neuigkeiten? Das ist Zork, Zerg-Relikt. Wie ist der Plan? So. Mal schauen. Auf jeden Fall habe ich jetzt da drüben schon mal eine Mineralienstelle freigemacht, hier drüben, die wir auch noch brauchen können. Guck mal, Jimmy. Die Liga schickt jetzt Eskorten mit, die die Züge beschützen sollen. Gut, gut, gut. Haben wir hier auch nochmal was? Worauf soll ich einsetzen? Abmarsch bereit! Ja. Gut, wenn wir uns jetzt erstmal hier heilen und dann den Zug entgegen. Was kommt denn hier als Eskorte mit? Ja, das geht eigentlich. Das geht schon. Haben wir hier die kaputten Panzer mal nach hinten. Und los geht's. Erweiterung fertiggestellt. So, und jetzt mal schön den Kampflauf und los geht's. So. Das ist halt das Ding mit den Panzern. Man kann neben den Zügen herfahren und trotzdem drauf ballern. Das ist halt das Ding. Was die halt hier für die Mission ganz gut macht. Nicht genügend Mineralienfeld erschöpft. Jawohl. Ein Teil mal hier rüber. Das war ans Insammeln hier. Ans Quetsche. Oh, hier oben ist ein Gegner. Was ist da los? Jawohl. Haben wir einen gratis Panzer gefunden. Ja, das ist auch der Grund, warum wir als die Depots ausgehen. Weil ich hier die ganze Zeit die gratis Panzer einsammeln. Wird gemacht. Mal schauen. Ah ja, ich kann auch hier die Panzer upgraden, das ist schon mal gut. So, wunderbar. Commander?
Ich nehme erhöhten Funkverkehr von der Liga auf. Hört sich an, als hätten sie vor, unsere Basis anzugreifen. Wir halten uns besser bereit. Okay. Alles klar. Hier unten brauchen wir nicht hingehen, da ist schon ein Bunker von der Liga. Dann kommen wir mal zurück hier. Nur zu! Ah, da geht schon los. Viel Liebe zu geben. Das ist kein richtiger Angriff. Ein Zug verlässt den südlichen Tunnel. Okay, südlicher Tunnel, wo ich eben lange gealbert bin. Erschöpft. So, so, so. Alles mal gebaut hier. Ein bisschen ein paar Marines. Ich warte. So. Also die Eskorten sind jetzt auch nicht so dramatisch. Das kriegen wir alles im Griff. Aber hier haben wir ein schönes Stimpack rausgeholt. Dann läuft das alles ein bisschen flüssiger. So, mir fehlt jetzt nur noch ein Relikt. In Bewegung. Wie ist das jetzt? Ah, hier ist es doch. Die Liga hat mit dem Bau von Bunkern begonnen, um die Schienen zu schützen. Bunkerbau? Keine Sorge. Ist nicht so mein. Das hält mir nicht so gut jetzt gerade. Einsatzbereit. Alles ja. Klar. Haben wir hier was aufgesammelt? Upgrade durchgeführt. Ja, das läuft bisher ganz gut. Jetzt muss ich dann gleich mal die Bunker vernichten. Anscheinend haben wir alle Kobras der Liga gefunden, Sir. Das sollte uns gegen die Züge wirklich helfen. In Bewegung. Ja. Gut, haben wir die Zwischenmission auch gemacht. Und du fliegst mal hier rüber und baust mir mal so ein schönes Teil auf. Ach nee. Das sind also die Bunker. Und die sind leer, also da, was auch immer die da reinbauen. Alles klar. Das ist so ein automatisches Schutz oder sowas. Das war knapp. Ja, da brauchen wir schon ein paar Minerals. So fahre ich hier einfach mal so durch. Unsere WBFs werden angegriffen. Ein Zug kommt aus dem westlichen Tunnel. Machen wir erstmal hier ein bisschen die Klammer. Machen wir kaputt, die Scheiß. Scheißteile da. Die Bunkers! Was ist hier los? Meine Leute. Schweiß den mal auf. Produktion darf einfach nicht stoppen, dann passt das schon. So, und los geht's. Verteidigungstruppen sind auch kaputt, denn der Zug ist nur noch die Hälfte wert. So, damit ist das Thema für mich erledigt. So, die beiden hier auch mal Bunker hin. Was nicht passt, wird passend gemacht. Und ein. Was wichtig hat? Nur zu. Wie nennt man das? Raketenturm, mein Gott! Es wird hier gearbeitet. So. Was nehmen wir dann hier? Lass mich hier nicht verrotten! Ich warte! Okay, weiter geht das. Kohle holen und dann Sachen bauen. Dann mal los, Bunker. Depots brauche ich noch mal ein paar. Nicht genügend Mineralien. So. Wie nicht genügend Mineralien, mein Gott. Dann brechen wir hier nochmal so ein Teil ab, da passt es doch wieder. Durchgeladen und entsichert.
kommt er jetzt da nicht raus? ist ja wie früher, oldschool. Einfach Bescheid geben. Kommen Sie fort. Alles klar. So, jetzt schauen wir mal. Ah, hier sind der Truppen unterwegs. Das lässt man uns so nicht gefallen. Das schmeckt nach Sieg. Keine Sorge. So. Ja, jetzt schicken sie auch Patrouillen aus, um mich hier irgendwie aus Fassung zu bringen. Alles klar. Holt mich hier raus. Über die Bunker und sowas. Okay. Ein Zug nähert sich durch den Tunnel im Nordwesten. Ich bin sogar zufällig, weil ich hier mal oben mal gucken wollte, was hier so gibt, bin ich sogar auf dem richtigen, richtigen Gleis gelandet. So. Na gut, ich würde sagen, ich mache jetzt mal einen kurzen Break und dann seht ihr dann im zweiten Teil, ob ich das Level schaffe oder nicht. Aber es sieht ganz gut aus im Moment. Bis später, mach's gut, tschüss.